Hallo, Freunde der digitalen Unterhaltung. Heute geht es um Sakura-Clicker. Und falls ihr schon immer davon geträumt habt, Zeichentrickfiguren mit Tierohren so richtig hart durchzuklicken, ist das Spiel für euch. Eure Aufgabe ist es, die aktuelle Gegnerin wegzuklicken. Für weggeklickte Gegner erhaltet ihr Münzen. Mit diesen Münzen könnt ihr entweder eure eigenen Angriffe verstärken oder ihr schafft euch ein paar Kumpanen an, hier links zu sehen, die automatisch angreifen. Dann braucht ihr nicht mehr zu klicken. Unterdessen stöhnen euch die weggeklickten Gegnerinnen nach schönster Hentai-Manier die Ohren voll. So, dass nicht nur der Klickfinger steif werden kann. Das Spiel ist so ein sogenanntes Idle Game, das heißt, selbst wenn ihr gerade nicht selbst aktiv am Klicken seid und das Spiel aus habt, sind eure Kumpanen weiter dabei und klicken mächtig weiter. So, dass wenn ihr das nächste Mal das Spiel startet, Unmengen an Gold habt, womit ihr weiter aufleveln könnt oder weitere Kumpanen dazu kaufen könnt. Sakura Clicker selber ist free to play. Aber man kann das Spiel noch mit jeder Menge DLCs erweitern, wie zum Beispiel Bikinis oder Schuluniformen. Da wird die Zielgruppe schon ziemlich deutlich. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig unkommentiertes Gameplay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. やられた。やられましたわ。